Warum funktioniert Manifestieren oder warum funktioniert es teilweise eben nicht? Es ist ja in den letzten Monaten oder Jahren ist ja Manifestieren ein riesiger Trend geworden und überall findest du Videos und Bücher und ganze Informationen hierzu. Und ich verfolge diesen Trend auch immer wieder sehr gespannt und habe aber ein paar Inputs, die ich hier gerne loswerden möchte in diesem Video, weil das Manifestieren ist eine wahnsinnig starke Technik, aber sie funktioniert nur dann, wenn du dafür bereit bist. Soll heißen, ganz ein einfaches Beispiel. Stell dir vor, du wünschst dir einen Wunschpartner. Du bist partnerlos und du hättest ganz gerne einen passenden Menschen an deiner Seite. So, jetzt kreierst du dir ein Zielbild, so ein Wunschbild dessen, wie er oder sie sein sollte oder sein dürfte. Mit allen Eigenschaften, so stark und so klar wie irgend möglich. Wenn du eine gute Manifestationstechnik gelernt hast, die wenigstens so ein bisschen die Basis auch mit einbezieht, dann wirst du wissen, dass es darum geht, die Emotionen zu fühlen. Also nur ein Bild genügt noch nicht. Du musst es fühlen können, wie wenn es schon wäre. Also du kreierst dir das und stellst dir das immer und immer und immer und immer wieder vor. So. Und jetzt hat das Universum, gehen wir mal von aus, das Universum hat dich erhört und sagt, wow, du hast so toll manifestiert. Ich schicke dir jetzt diesen Traumpartner und der wird am selben Ort, am selben Abend in diesem und diesem Restaurant sein, wo du auch sein wirst. Toll! Na, jetzt gehst du aus. Gehst in dieses Restaurant oder an irgendeinen x-beliebigen Ort, wo das Universum dieses Geschenk für dich bereit hat. So. Und jetzt stell dir vor, du wärst dieser Partner, also dieser Mensch, den du kreiert hast. Jetzt bist du da. Universum hat alles perfekt gemacht, so dass es geschehen darf. Aber dieser Mensch, der jetzt da auftaucht, ja, hat in dem Zustand, in dem Sein, wie dieser Mensch ist, hat der überhaupt Interesse an dir? So hart es sich jetzt vielleicht anhören mag, aber wenn du dir den perfekten Partner kreierst, der frei ist, der ungebunden ist, erfolgreich ist und all die Geschichten und du selber hast aber noch eine Ausstrahlung, die genau das Gegenteil dessen ist, was du dir erschaffen hast, wenn der jetzt ja frei und ungebunden und so toll und was auch immer ist, ja, nimmt er dich überhaupt wahr? Also läuft er an dir vorbei und sagt, bam, diese Person, die muss ich jetzt kennenlernen, weil das ist genau dieses Puzzleteil, das mir immer schon gefehlt hat, diese Ausstrahlung, diese Kraft, diese Energie, genau das wünsche ich mir von einem Partner, weil dann wird er zu dir kommen. Wenn du aber noch gar nicht auf diesem Level bist, dass du das ausstrahlen kannst, dann wird dieser Mensch einfach an dir vorbeilaufen, weil der nimmt dich nicht wahr. Also heißt, wir haben, bevor wir etwas manifestieren oder erfolgreich manifestieren können, musst du schauen, dass du selber an diesem Punkt bist, dass du das, was du manifestieren willst, auch annehmen kannst. Weil sonst wird das nichts. Sonst läuft das alles ins Leere. Und du es einfach nicht annehmen kannst. Die Gesetze des Universums relativ einfach. Und das wird eben oftmals vergessen. Das heißt, du kannst eben nicht nur in einer Traumwelt leben, sondern du musst eben auch die Realität mit einbeziehen und deine Bewusstseinsarbeit, die du selber konstant machst, im selben Maße eben auch machen, sodass du das Geschenk, wenn dir das Universum oder wer auch immer das erfüllt, deine Manifestation, wenn das zu dir kommt, dass du auch bereit bist und das annehmen kannst. Und das wollen viele Menschen nicht, weil es sind ja so ein bisschen die Schattenseiten, die aufgeräumt werden müssen. Aber es gibt ganz viele Wege, wie du das machen kannst. Und wenn du lernen willst, wie du Menschen helfen kannst, genau das zu machen, zu manifestieren oder sich persönlich weiterzuentwickeln, auch spirituell, dann schau dir doch unsere Ausbildung zum spirituellen Mentor an, dann lernst du genau das. Wie kannst du all diese Techniken, die es gibt, in einen einzigartigen Ansatz kombiniert lernen und für dich und für die Menschen nutzen.